Herzlich willkommen zu unserer Rechtsecke, meine Damen und Herren. Wir haben Post bekommen von einer Zuschauerin mit folgendem Problem. Die Zuschauerin hatte Anfang des Jahres noch auf ihrem Lohnzettel Resturlaub aus 2019 in Höhe von 10 Tagen stehen, den sie voriges Jahr nicht nehmen konnte. Als sie jetzt vor Beginn ihres Jahresurlaubs 2020 nachschaute, war nur der laufende Urlaub von 24 Tagen auf dem Lohnzettel. Sie hat in der Personalabteilung nachgefragt und hat dort die Antwort bekommen, sie haben Pech gehabt. Der 31.03. ist vorbei, der Übertragungszeitraum ist abgelaufen. Darüber möchte ich sprechen mit Frau Eckert-Henig, sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Was kann unsere Zuschauerin jetzt tun? Es war jahrzehntelang so, dass der Arbeitnehmer, sag mal, an seinem Urlaub dranbleiben musste. Und ich habe das selber erlebt. Am Arbeitsgericht in Bautzen, kann ich mich gut daran erinnern. Die Richterin hat sogar verlangt von dem Arbeitnehmer, dass er die Übertragung des Urlaubes, es war Baubetrieb, es war Hochsaison, er konnte den Urlaub nicht nehmen. Und die Richterin hat als Beweis verlangt, dass der Arbeitnehmer sich die Übertragung hat genehmigen lassen vom Arbeitgeber. Also wir mussten dann lange Beweis führen, dass das wirklich so war, dass der Urlaub praktisch im nächsten Jahr dann noch genommen werden kann. Das hat sich seit dem Vorjahr geändert. Und zwar geht es jetzt zulasten des Arbeitgebers. Der sollte den Urlaub seiner Angestellten sehr gut im Blick haben, sollte vielleicht auch wieder auf die altbewährten Urlaubspläne zurückgehen, egal wie, Computer oder ausgedruckt. Und dann sollte er jetzt haben wir Juli, das halbe Jahr ist schon um, mal schauen, was ist los mit den Urlaubsansprüchen seiner Angestellten, wenn die jetzt alle wieder da sind, wie viel hat noch jeder? Es wird ja gerne ein bisschen gespart fürs neue Jahr oder für Silvester oder was weiß ich. Und jetzt wird vom Arbeitgeber verlangt, er muss den Arbeitnehmer anweisen, seinen Resturlaub zu nehmen. Und er muss ihm eine Zeit einräumen, in der er den Urlaub nehmen kann. Und er muss den Arbeitnehmer zugleich, und ich denke da immer an die Schriftform, die etwas aus der Mode gekommen ist, schriftlich belehren, dass wenn er den Urlaub nicht mehr nimmt, dieses Jahr, er dann verfällt, spätestens nächstes Jahr zum 31. März, wie das der § 7 Urlaubsgesetz vorsieht. Bis zum 31.03., dann verfällt er. Was soll unsere Zuschauerin jetzt tun? Aus der Reaktion des Arbeitgebers oder der Personalabteilung möchte ich mal ableiten, ich weiß es nicht genau, man müsste mit ihr mal sprechen, dass nichts gemacht worden ist. Dass einfach mal geschaut wurde, wer hat noch wie viel Urlaub, März ist um, weg ist der Urlaub. Ich habe das jetzt selber schon in diesem Jahr durchprozessiert an unserem Arbeitsgericht in Chemnitz. Es ist eigentlich jetzt für den Arbeitnehmer sehr viel leichter, wenn der Arbeitgeber diese Hinweise nicht erteilt hat und den Arbeitnehmer nicht belehrt hat, dass der Urlaub eben verfällt, dann bleibt der Urlaub bestehen. Sie sollte also jetzt einen Urlaubsantrag stellen und den Arbeitgeber darum bitten, die entsprechenden Urlaubstage zu gewähren. Ich würde da auch als Arbeitnehmervertreter jetzt sagen, geben Sie dem Arbeitgeber eine Zeit vor, in dem Sie den Urlaub machen wollen, in Verbindung mit dem neuen Anspruch. Wenn der Urlaub nicht gewährt wird, dann hat sie natürlich die Wahl, zum Anwalt zu gehen oder selber zum Arbeitsgericht zu gehen und dort den Antrag auf Gewährung des Urlaubes einzureichen. Ja, und damit wird sie unter Umständen sogar erfolgreich sein. Frau Rechtsanwältin, aber welche Konsequenzen ergeben sich denn für den Arbeitgeber? Kann den Urlaub nicht irgendwann auch tatsächlich verjähren? Eigentlich bin ich der Meinung, ja, auch die Urlaubsansprüche unterfallen als Leistung aus dem Arbeitsverhältnis der Verjährungsfrist von 3 Jahren. Aber es ist so, dass sich mittlerweile die Gerichte darüber streiten, kann Urlaub verjähren. Das Landesarbeitsgericht Köln hat voriges Jahr im April eine kühne Entscheidung gefällt, dass Urlaubsansprüche nicht verfallen und auch nicht verjähren. Diese Entscheidung ist, wie zu erwarten, zum Bundesarbeitsgericht gekommen und das Bundesarbeitsgericht wird jetzt darüber entscheiden, ob Urlaubsansprüche jetzt verjähren oder ob sie nicht verjähren und in welcher Zeit und unter welchen Umständen das passieren kann. Es gibt
Also mir sträuben sich die Haare so ein bisschen heraus. Es gibt jetzt in der Literatur auch Aufsätze dazu, dass Urlaubsansprüche sogar bis 1996 zurückgefordert werden konnten. Gibt es dann immer so Fälle, die aufgearbeitet werden. Hier müssen wir einfach abwarten und ich verspreche Ihnen, ich werde Sie informieren, wenn die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts da ist. Wie haben die entschieden und unter welchen Bedingungen müssen hier Arbeitgeber nachbezahlen oder gewähren? Es wird spannend. Verjährung hin oder her, heißt das für mich als Arbeitnehmer, ich muss den Urlaub nehmen oder habe ich auch die Möglichkeit, mir diese Tage, ich sag mal, auszahlen zu lassen als Lohn? Also Herr Rodder, dann setze ich mich jetzt auf die Seite des Arbeitgebers, schaue in das Bundesurlaubsgesetz und in die Rechtsprechung dazu. Der Urlaub dient der Erholung von der Arbeit. Und so sagt es auch das Gesetz, der Urlaub ist zu gewähren und zwar in natura. Sie müssen also freigestellt werden dafür, bezahlt von der Arbeit, um sich auszuruhen. Jetzt kann der Arbeitnehmer natürlich ganz böse sein und er kann es machen wie Sie und sagen, ich verzichte drauf, ich habe auch gar keine Zeit, zahlen Sie mir bitte meinen Urlaub. Dann macht das. Dann kommen Sie zu mir und ich berate Sie und sage, das geht nicht. Der muss Ihnen den Urlaub gewähren und zwar bezahlt. Dann muss der Arbeitgeber den Urlaub noch nachgewähren, bezahlt. Also hier kann man niemanden raten, als Arbeitgeber sich auf solche Wünsche einzulassen, weil die überhaupt rechtlich nicht erfüllbar sind. Meine Damen und Herren, wir haben zum gleichen Thema noch eine andere passende Frage einer Zuschauerin bekommen. Und zwar auf dem Lohnzettel wird der Urlaub aus dem Jahr 2013 bis 2015 fortgeschrieben bis jetzt. Sie ist bereits sehr lange krank. Meine Frage wäre, oder die Frage der Zuschauerin ist, besteht dieser Anspruch, erkennt denn der Arbeitgeber diese mit der Fortschreibung auch an? Das ist gerade das Problem, ist der Anspruch verjährt oder ist er nicht verjährt? Nach den allgemeinen Verjährungsregeln aus dem bürgerlichen Gesetzbuch wäre der Urlaub aus dem Jahr 2013 und 2014 längst verjährt. Aber auch dazu hat das Bundesarbeitsgericht entschieden im vorigen Jahr und zwar folgendermaßen, indem der Arbeitgeber, wie Sie geschildert haben, den Urlaub immer wieder auf den Urlaubszettel schreibt und dem Arbeitgeber trotz Abwesenheit auch diese Urlaubszettel erteilt, diese Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit einer Nullrechnung. Ich weiß, manche Betriebe machen das, manche stellen sie dann ein, manche machen das weiter. Hier hat es der Arbeitgeber offensichtlich immer fortgeführt, fein ordentlich gearbeitet. Dann muss er sich natürlich an diese Fortschreibung auch binden lassen. Er erkennt den Urlaubsanspruch an und das Bundesarbeitsgericht hat sich hier einfach gemacht und hat gesagt, indem der immer wieder weitergetragen wird, beginnt die Verjährung dann immer wieder neu zu laufen. Also die schiebt sich hin und im nächsten Monat erteilt der Arbeitgeber wieder die Abrechnung, schreibt drauf, 30 Urlaubstage, 13, 14. Dann läuft die Verjährung immer wieder los. Und deshalb hat er dann die Pflicht, auch den Urlaub noch abzugelten, wenn der Arbeitnehmer, der jetzt leider krank ist, wiederkommt. Frau Rechtsanwältin, ich merke schon, das ist zum Teil wirklich kompliziert. Und ich empfehle Ihnen, meine Damen und Herren, wenn Sie weitere Fragen zum Thema Arbeitsrecht gerade in diesem Bereich haben, sind Sie hier bei Rechtsanwältin Frau Eckert-Hänig in der Rechtsanwaltskanzlei Eckert-Hänig Sitz und Techner in Freiberg in der Waisenhausstraße mit Sicherheit gut aufgehoben. Haben Sie weitere Fragen zum Thema Recht, dann können Sie die uns gerne zukommen lassen. Gerne postalisch an die Brand-Erbesdorfer Adresse am Goldbachtal 4 oder auch per Internet unter info@kanal9-erzgebirge.de.